Ja, normale Skelette können uns gar nichts. Und so gute Erfahrungspunkte. Oh oh. Was? Da kommt ein Kiefer und alle springen ins Portal. Das sind nicht sehr männliche Zwerge. Und das kann auch alles weg. Ich höre hier schon wieder irgendwo Hand und Matar schreien. Achso, ist wie ein Geist. Irgendwo Zwerge verschollen. Ohne Portal oder so. Nö, alles gut. Sagt die Mine unten. Die Mine unten sagt, wir könnten ein paar Arbeiter gebrauchen. Dann Scaffolding. Ersetze Kohle. Ein Portal bitte. Was hier alles abbauen. Und das da hinten ersetzen. So. Die können wir einfach mal zumachen. Zu, zu. Das kann weg, weg. Das Scaffolding kann zu, das kann dahin. Das kann zu. Genau. Hier wollten wir, stopp du, da drauf. Hier wollten wir das Sand bekommen. Ersetze Sand. Und hier wollten wir zumachen. Und das dann später auch zu. Das da sowieso. Und wir haben tierisch viel zu tun. Da zu. Oh, ganz schön viele am Schlafen. Das mit dem Efeu klappt ja absolut nicht. Ich baue mal ein bisschen was von dem Stuckzeug und setze das hier in den Turm rein, damit da nicht immer wieder das Efeu kommt. Ist so eine ganz gute Einnahmequelle für Gras, aber wir haben langsam genug. So, venezianischer Stuck braucht Ton. Ton braucht Wasser. Kohle und Erde. Wir haben langsam keine Kohle mehr. So. Stuck braucht den Ton, den wir gerade gemacht haben, den Sand, den wir gerade geholt haben und Wasser. Wasser wird auch knapp. So. Lichtzauber kann weg. So, wir hätten gerne ersetze Erde. Wir hätten gerne ersetze Erde. Ersetze Erde. Ersetze Erde. Wir hätten gerne den Schnee da weg. Den Schnee da weg. Und doppelte Geschwindigkeit und ein Portal und überhaupt. Alle am Schlafen. Okay. So kann man noch nicht arbeiten. Ich glaube, das ist der Sinn dahinter. Die wollen manchmal gar nicht arbeiten. So, du... Nee, nicht bau, Stuck bauen. Und keine Stuckmauer. Ersetze Erde, ersetze Erde, ersetze Erde. So. Ersetze Erde. Ersetze Erde. Überall Scaffolding hin. Dass sie überall rankommt. Genau. Viel besser. Ersetze Erde. Hier kann überall einfach mal so Stuck hin. Das kann alles ersetzt werden. Ich hätte nämlich demnächst ganz gerne mal unsere Festung quasi fertig in dem Grundgerüst. So, meh. Mehr muss sterben. Wir brauchen Wolle. Und wir brauchen noch viel, viel, viel mehr Leder. Da ist Leder. Oink. Stirb. Irgendwo Zwerge auf Abwägen? Nö, du wirst angegriffen. Achso, eher ja. Hau, 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 hau. So, das Leder hätten wir schon mal. Da ist noch einer. Töten. Schnee schippen. Anderes Zeug schippen. Du graben. Achso, da geht gar nicht mehr. Nee. So. Stuck, Stuck, Stuck. Stuck, 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 Stuck. Aber überall Scaffolding hinschmeißen, dann passt das schon irgendwie. So. Geh weg. Ein, zwei Leute sind am Schlafen. Was macht der Rest? Du solltest auch schlafen. Geh zum Lager, geh zum Lager, geh zum Lager. Schläft. Also fast alle haben gute Lebenspunkte. Das heißt, wir könnten gleich mal einen Ausfall wagen. Und die Goblins angreifen. Vorher würde ich aber noch ganz gerne ein, zwei Lederhelme bauen.
So. 1, 2, 3, 6 Stück. Und wir hatten früher schon 2 gebaut, also haben wir jetzt 8 Stück und wir haben 8 Zwerge. Das müsste ja hinhauen. Gut, 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 gut. Also Eisenrüstung ist wohl noch eine Weile hin. Von Stahl und Silber und was weiß ich, ganz zu schweigen. Aber wenigstens haben wir schon Ledersets. Heißt, man könnte fast drüber nachdenken, einem Zwerg jetzt schon die Kampfbücher in die Hand zu drücken. Also unserem ersten Zwerg, aber der hat gerade nicht so viele Lebenspunkte. Wir haben auch 15 Gold, also wir könnten noch was im Shop kaufen. Und dann werde ich mir wahrscheinlich später einen Arsch beißen, dass ich dann irgendwas Unnötiges gekauft habe, wenn ich hätte später Mithrilzeug oder so kaufen können. Ja, okay. Wer nichts wagt, nichts gewinnt. Wir töten jetzt die Goblins. Ah. Das sind schon viele Goblins. Und die schießen alle mit Pfeil und Bogen. Komm, töte einen Goblin, dann ist alles gut. Die schießen aber wahllos auf. Sehe nicht einen toten Goblin. Ich gebe den Buffet mal wieder weg. Okay. Ich glaube, das haben die anderen Goblins vorher nicht gemacht. Also so gut mit dem Bogen geschossen. Das heißt, wenn wir jetzt einzeln angelaufen kommen, dann tackern sie halt einen weg, der flieht. Der nächste kommt, sie tackern den einen weg, er flieht. Und so weiter und so weiter. Das ist nicht so schön. Schneeschippen. Und hier schon mal eine Mauer anfangen. Das weg, das weg. Ersetze Sand, ersetze Sand, ersetze Sand. Oh, also wir könnten versuchen, sie hier hinzulocken und hier dann mit Pfeil und Bogen gegenzuschießen. Hm, weiß aber nicht, ob das so gut klappt. Die Zwerge müssen hier erstmal eine Weile schlafen. Also machen wir hier den kleinen Kram, so. Ersetzen Schnee. Machen da Dirt hin. Wir brauchen mehr Scaffolding. Oh, hier oben sind sie fast fertig. Sehr gut. So. Da. 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 Ich hoffe, das waren gerade die richtigen Aufträge. Also bauen und nicht ersetzen. Ja. Bau. Können wir später noch ausbessern. Bau. Muss weg, muss weg, muss weg. So, Zombies kommen. Haut die Zombies weg. Da kommt noch ein Dingens hin. So. Und wir haben schon Tag. Das ging schnell. Das heißt, wir kriegen hier keine Erfahrungspunkte immer. Komm schon, wir brauchen Erfahrungspunkte. Irgendwie sind unsere Zwerge nicht mehr so wirklich schlagkräftig. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Wie sieht es denn mit den nächsten Waffen so aus? Da ist ein Schwert. Achso, wir brauchen jetzt eine Angel für die Lederschuhe. Das macht Sinn. Du, 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 so. Angel gebaut. Lederschuhe. Ja, natürlich kein Leder mehr, weil wir allen Leuten Lederhelme geben wollten. Das heißt, wir suchen wieder kleine blaue Dinger. Da. Nein. Portal. Dahin. Danke. Töten. Nimm, 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 nimm. Das da weg. Da ein Stück hin. Da Scaffolding hin. Da Dach auf. So. Wir haben keinen Stein mehr. Das ist echt nicht schön. Und wir haben das Gras weggehauen und es ist instant neues Gras gespawnt. Das ist. Wow. Was machst du denn hier? Töten. Töten. Ganz schön viele Yetis hier. Die spawnen ziemlich schnell. Also schön für unsere Erfahrungspunkte. Wir werden recht schnell an die 10 Zwerge kommen, denke ich. Also schnell, relativ, ne?
trotzdem ein wenig nervig. Jetzt, wo wir noch relativ gut sterben können an sowas. Später mit Stahlrüstung, so wird das alles kein Problem. Schnarch, schnarch, schnarch. Was bist du? 62 Komfort. Ist auch nicht wirklich mehr geworden, ne? Paket. Flup. Mit. Was? Portal. Ich glaube, das ist ein Mithrilhelm, der da auf dem Boden liegt. Habe ich sehr viel Glück gehabt. Ausrüstung. Mithrilhelm. Rüstung 10. Jo, Jasper. Du kriegst jetzt mit. Du kriegst jetzt einen Mithrilhelm. Stopp, wo ist Jasper? Jasper schläft. Okay, jetzt hat er sich verdient. Ausrüstung. Jasper, du kriegst jetzt die Kampfbücher. Benutzen. 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 Und was kannst du noch gebrauchen? Als erster Kämpfer ein Bogenschützbuch. Nö, du bist Nahkämpfer, das ist okay. Du kriegst jetzt noch ein Kletternbuch, damit du nicht runterfällst, und dann ist alles gut. Und umbenennen darf ich dich immer noch nicht, schade, okay. Also, das war unerwartet. Aber sehr praktisch, denke ich mal. Die hier können weg. Da kann noch so ein Ding hin. Das kann weg. Und irgendwie sehen die Türme nicht ganz so aus, wie ich dachte. Ich probiere mal noch eine Schicht Dinger raufzusetzen, um zu gucken, ob das wirklich so eine... Okay. Ersetze Erde. Ersetze Erde. Ach so, das ist die... Was? Ach so, du. Kontrolle übernehmen. Das müssen wir gleich von Hand machen. So. Kontrolle über... Nee. Geh hoch. Ganz nach oben. So. Mach hier ein bisschen frei. Ist okay. Hoch. So. Das da weg. Nee, das kann da bleiben. Das da weg. Das dahin. Das dahin. Es bildet keine wirkliche... Das ist sehr, sehr hässlich. Nee. Warum kannst du nicht... Ah, da. So. So. Nicht schnacken. Arbeiten. Produziere ich gerade Dirt? Weil ich setze hier jedes Mal wieder die hier hin. Ja, nee. Okay, ich verschwende so meine Ziegel. Ach so. Okay. Ich glaube, so ist das Beste. Das heißt, wir hätten das Ganze einen Punkt tiefer machen müssen. Und dann halt so anordnen. Ich hätte aber gern so ein richtiges Spitzdach. Ich hätte schwören können, ich hätte das beim anderen Video mal gesehen, dass das geht. Aber gut, dann müsst ihr mir in den Kommentaren schreiben, ob ihr da Vorschläge habt. Ich werde es dann erstmal so lassen, wie es jetzt ist. Auch wenn es ein wenig skurril aussieht. So. Und hier kommen dann später Wände hin, wenn ich wieder Stein habe. Was ich momentan ja nicht habe, was peinlich ist, aber was soll's. Du, lass da weg. Lass da weg. Befreien. So, was jetzt?